Startpostenkommen zu meiner Freundin. Herzlich willkommen zur 6. Episode von Back to the Roots. In der heutigen Episode möchte ich euch das gute Dinkelgras vorstellen. Also Dinkel gehört zu den Urgetreiden und wurde ca. vor 15.000 Jahren im südwestlichen Teil von Asien angebaut und in der Jungsteinzeit wurde es auch in Mittel- und Nordeuropa kultiviert. Und die Erstanbaustädte in Deutschland waren zum Beispiel Franken und Baden-Württemberg. Und aufgrund der Beliebtheit in diesen Regionen wurde es auch dort Schwabenkorn genannt. Und auch einige Ortschaften wurden nach diesem Korn benannt, zum Beispiel Dinkelsbühl. Auch die Äbtissin Hildegard von Bingen hat sehr viel vom Dinkel gehalten. Sie schrieb unter anderem zum Korn, dass Dinkel das beste Getreide ist. Es ist kraftvoll, fettig und leichter verträglicher als alle anderen Körner. Es verschafft denjenigen, der es isst, rechtes Fleisch und bereitet ihm gutes Blut. Die Seele des Menschen macht es froh und voller Heiterkeit. In der traditionellen chinesischen Medizin, im TCM, wird diese Zeit auch Zeit des Holzes genannt, aufgrund der Tatsache, dass die Chinesen in dieser Zeit sehr viele junge Pflanzen zu sich nehmen, die reich an Chlorophyll sind und aufgrund von dem mineralstoffreichen Boden auch sehr viele Mineralien haben, um einfach ihre Speicher nach dem Winter wieder aufzufüllen. Und in dieser Zeit lernen auch die Chinesen zum Beispiel Dinkelgras sehr wert. Diese Tatsache ist auch nicht ganz unbegründet. Wie ich bereits in meinem Kamutgras-Video erwähnt habe, sind Süßgräser wahre Nährstoffbomben und natürlich zählt auch Dinkel dazu. Im Vergleich zu Weizen und Gerste hat Dinkel zum Beispiel mehr Folsäure, Magnesium, Zink sowie mehr Vitamin E, B1, B2, B3, B6 und B17 sowie einen höheren Chlorophyllgehalt. Das liegt wahrscheinlich dann unter anderem daraus, dass auch Dinkel ein bisschen dunkler ist als die anderen Weizensorten. Da spreche ich wieder aus eigener Erfahrung. Und Dinkel weist auch einen hohen Kieselsäuregehalt auf, beziehungsweise auch Silizium genannt. Und Silizium ist halt deshalb wichtig, weil es auch für die Haut ein wichtiger Botenstoff ist, auch für die Produktion von den Nägeln und Haaren. Sowie auch für die Konzentrationsfähigkeit ist Silizium sehr wichtig. Daher wurde auch Dinkel auch als Korn der Dichter und Denker beschrieben. Und da habe ich mal einen Artikel gelesen im Internet zu der Recherche zu diesem Video, dass auch ein Arzt, dessen Namen ich nicht mehr weiß, auch gefragt wurde, was er machen würde, wenn er Krebs hatte. Und dann hat er gesagt, er würde in die Berge hochfahren und nur noch sich von Dinkel ernähren. Und da sieht man auch wieder diese positiven Eigenschaften, die Dinkel zugesprochen. Natürlich weist Dinkel alle essentiellen Aminosäuren auf, darunter sehr viel Tryptophan. Und wie gesagt, Tryptophan ist eine Aminosäure, die für die Synthese von Serotonin zuständig ist, dem Glückshormon. Deswegen macht auch Dinkel heiter und froh, wie Hildegard von Bingen beschrieben hat. Und natürlich ist Serotonin auch dafür wichtig, dass dann das Schlafhormon Melatonin produziert wird, welches auch wieder ein mächtiges Antioxidant ist und auch unseren Schlaf-Wach-Rhythmus kontrolliert. Und ein weiterer Stoff, der in Dinkel vorhanden ist, ist Phenylalanin. Und daraus wird die Aminosäure Tyrosin hergestellt und Tyrosin ist dann wieder zuständig bzw. eine Vorstufe für Melanin und Melanin wird in dem Magen-Darm-Trakt dafür verwendet, um Dopamin herzustellen und Melanin wird auch über die Sonneneinstrahlungen durch unsere Netzhaut produziert und ist dann dafür verantwortlich, dass sich unsere Haut und unsere Haare sich als natürlicher Sonnenschutz an die Sonne anpassen. Ein weiterer Vorteil ist von Dinkel als Urgetreide ist, dass er einerseits wenig genetischer verändert ist als das Weizen an sich. Es hat daher auch weniger, besser verträglichere Gluten als Weizen. Zudem ist er auch recht anspruchslos und wird er auch auf trockenen Ebenen und auf höheren Bergregionen im Gegensatz zu
Weizen und es weist auch diesen Spelz auf, der als natürlicher Schutz für Dinkel dient. Das heißt, dieser Spelz schützt ihn vor Pilzbefall, sauren Regen, es macht ihn auch deswegen winterhärter und es soll ihm auch vor Radioaktivität schützen. Da hat man auch so Vergleichsversuche zu Dinkel und Weizen gemacht in verseuchten Gebieten wie zum Beispiel in Tschernobyl. Und da war Dinkel einfach widerstandsfähiger als Weizen. Aber der Grund, warum Weizen sich trotzdem durchgesetzt hat, ist, dass man meint, dass Dinkel eine höhere Verarbeitungsaufwand benötigt, weil man den Spelz entfernen muss. Dinkel ist halt, braucht vom Wachstum her etwas länger als Weizen, ist daher auch nicht ertragsfähig. Und ja, das sind halt so die Gründe, auch die chemischen Dünger schlagen auf Dinkel nicht so gut an wie beim Weizen. Abschließend möchte ich noch sagen, dass es wichtig ist, dass ihr die Urgetreide von Dinkel verwendet. Es gibt hier auch Mischformen, die mit Weizen gekreuzt wurden. Einige Urgetreidesorten von Dinkel sind zum Beispiel der rote Tiroler, das Altgold oder wie bereits erwähnt der Schwabenkorn. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch wieder inspirieren, euer eigener Landwirt zu sein und einfach mal Dinkelgras anzubauen. Damit tut ihr nicht nur euch was Gutes, sondern auch der Umwelt. In diesem Sinne, spasiba za prosmotrit und wir sehen uns in der nächsten Episode von Back to the Roots. Bis dahin. Ciao.